Hi Leute, eigentlich wollte ich ja ein Video über Schneeglöckchen machen. Aber anbetracht der Lage, dass der Wahnsinn gerade Methode bekommt und bei Facebook ein wildes Löschen losgeht oder schon losgegangen ist seit einigen Tagen, nehme ich das mal zum Anlass, das zu sagen. Also ganz ehrlich, ich glaube, eine Vielzahl der Menschen hat irgendwie nicht mehr alle Kartoffeln im Schrank, oder? Anders ist mir das nicht zu erklären. Kann es wirklich wahr sein, dass man Meinungsfaschismus betreibt und Menschen, die einem nicht in den Kram passen, weil sie eine andere Meinung vertreten als man selbst, einfach denunziert und als Betrüger, als Verbrecher, als Scharlatane, als, okay, das hört sich ja noch witzig an, Aluhutträger hinstellt, ohne sich wirklich mit den Hintergründen zu befassen, sondern einfach nur nachplappert, was sinnfrei von irgendwelchen anderen vorgetragen wird. Die letzten Tage sind auf Facebook also nicht nur politische Gruppen, sondern auch jede Menge alternative Heilgruppen, Gesundheitsgruppen gelöscht worden. Einfach nur deswegen, weil irgendwelche Leute glauben, andere Leute vor sich selbst schützen zu müssen. Hey, ihr habt sie nimmer alle. Lasst doch ganz einfach jedem nach seinem, wie er gerade gerne möchte. Was geht euch das überhaupt an? Kein Mensch zwingt euch, euch auch nur einen einzigen Ratschlag zu Herzen zu nehmen. Die meisten Menschen in diesen Gruppen sind Menschen, die eine jahrelange Odyssee hinter sich haben. Die sind von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik gezogen und niemand konnte ihnen helfen. Die sind vollgestopft worden mit Medikamenten. Und irgendwann musste irgendjemand ihnen gestehen, wir kommen nicht mehr weiter, du bist unheilbar krank. Und dann stranden die in einer Gruppe. Und dann stellen die auf einmal fest, dass diese alternativen Heilmethoden oder Heilmittel tatsächlich greifen. Es geht ihnen besser. Und da kann man doch nur sagen, dieser altbewährte Spruch, wer heilt, hat recht, trifft das ganz einfach. Und wenn ein Mensch wieder gesund wird, ist es doch völlig egal, wodurch. Er ist gesund und nur das alleine zählt. Es geht ja auch nicht nur um die Menschen. Selbst die Tiergruppen werden gelöscht. Ganz einfach, weil man glaubt, dass man ein Tierquäler ist, weil man sein Tier aus den Händen eines Tierarztes herausgenommen hat, der nur noch euthanasieren wollte, sich alternativen Methoden zuwendet und sein Tier hat nochmal 4, 5 gesunde Jahre. Selbstverständlich funktioniert das nicht bei allen. Selbstverständlich kann man nicht alle retten. Aber das können Ärzte auch nicht. Wie viele Menschen sterben jährlich? Entweder durch Behandlung oder trotz Behandlung von Schulmedizinern. Also ich finde, in der jetzigen Zeit, zur jetzigen Zeitqualität, sollten wir endlich erkennen, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Ja, auch diese kleinen Spinner, die da denken, jetzt einen riesen Klamauk veranstalten zu müssen. Weil es hat nämlich auch was wunderbar Gutes, dass die jetzt so Rebellion machen und glauben, sie müssen sich da aufhören wie die Teufel. Die Menschen, die eine andere Einstellung haben, die Menschen, die eine neue, gerechtere, menschliche Welt wollen, die werden erkennen, wo die guten und wo die weniger angenehmen Baustellen für sie sind. Es wird Zeit, dass wir uns organisieren. Es wird ganz einfach Zeit, dass wir uns zusammentun. Es wird Zeit, dass wir Medien wie Facebook überhaupt nicht mehr bedienen. Soll er doch glücklich werden mit denjenigen, die seine Meinung vertreten? Soll er glücklich werden mit den Bildchenversendern? Und dann mal gucken, wenn wir uns einfach abwenden und uns eigene Plattformen suchen, wo wir über das, was uns bewegt, diskutieren können, ohne dass uns irgendeiner als Spinner hinstellt. Ich bin im Moment echt richtig geladen. Ich habe zum einen die Faxen dicke und ich werde auch FB den Rücken kehren, wenn das so weitergeht, weil ich mich solchen Spielchen ganz einfach nicht als Opfer anbiete. Und ich bin auf der anderen Seite aber auch wirklich sehr froh, dass es jetzt so kommt, wie es kommt. Weil dadurch kommt ein Stein ins Rollen. Die Menschen, die jetzt im Moment wie die aufgescheuchten Hasen durcheinander stöbern und immer wieder eifrig bemüht sind, die Gruppe, die man ihnen gerade gesperrt hat, wieder aufzubauen, werden dahinter kommen, dass das Schildbürgerarbeit ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es wird immer wieder irgendeinen geben, der dagegen vorgeht und die Gruppe wegen was auch immer meldet.
und sie wird wieder dicht gemacht. Das ist der falsche Weg. Aber gut, okay, zu der Erkenntnis müssen die Menschen halt erst noch kommen und werden das noch ein paar Mal hin und her probieren. Was ich sehr, sehr traurig finde an der ganzen Geschichte, dass natürlich sehr viel Infomaterial verloren geht. Ich kann euch da auch nur ans Herz legen, speichert euch für euch wichtige Daten ab. Kauft Bücher. Es gibt über sämtliche wichtigen Themen inzwischen wirklich sehr, sehr gute Literatur. Ein Buch kann man nicht einfach mal so sperren. Die gespeicherten Daten, habt die nicht nur auf eurem Rechner liegen. Wenn man uns den Strom abdreht, dann nützt euch der Rechner herzlich wenig. Druckt euch alles Wichtige aus. Nehmt alles Wichtige in eurem Kopf auf. Verbindet euch untereinander, auch außerhalb des Internets. Das kann ich nur jedem wirklich auch ans Herz legen. Es wird wirklich Zeit, dass wir zu dem stehen, was wir tun. Und dass wir uns nicht immer von irgendwelchen Möchtegerns unterbuttern lassen. Also, in dem Sinne, ich laufe jetzt mal weiter. Ich habe eiskalte Hände und eiskalte Füße. Wir hören uns. Grüße aus dem Wald, wenn auch heute ziemlich stinkig.